da unten ordentlich aufgeräumt, Sarah. Tut es dir schon leid, mich zurückgeholt zu haben? Niemals. Ich habe gehört, was mit Tychus geschehen ist. Es tut mir leid. Er hat seine Wahl getroffen und ich die meine. Vielleicht hätte er mich töten sollen. Ich habe als Königin der Klingen Millionen abgeschlachtet. Das warst nicht du, Sarah. Lassen wir die Vergangenheit ruhen und verschwinden von hier. Ich ziehe mich um und wir treffen uns in einer Stunde hier. Okay, das klingt gut. Mein Frachter ist startklar und wir können loslegen. Ich bin auf dem... Achtung, Liga-Streitkräfte in Sektor 3... 4 und 6. Sarah. Vollständige Evakuierung erforderlich. Nova hier. Beginnt die Suche. Findet Kerrigan. Team Bravo, verstanden. Töten wird niemals enden, solange Mengsk lebt. Ich werde ihn büßen lassen. Schluss damit. Reiß dich zusammen, Liebling. Team Bravo, meldet euch. Hört ihr mich, Bravo? Alle Einheiten, Sektor 6. Los, los, los! Wir müssen los. Es ist lange her. Das ist wie Radfahren. Mhm. Wie Radfahren. Ja, exakt. Ja, die Anspielung war ja klar. Wenn man einmal Radfahren kann, kann man es immer. Man kann es nicht wirklich vergessen. Aber ich glaube, in einem Punkt hat Sarah echt recht. Das wird nie aufhören. Ohne den zweiten Teil des Satzes auch. Der Mensch ist einfach... blind. Finde ich. Aber gut, was habe ich schon zu sagen, ne? Jim, können Sie mich hören? Wir hören dich. Kerrigan, es freut mich, dass Sie am Leben sind. Wir sind von Ihnen abgeschnitten. Sie müssen sich durch das Labor zur Bahn kämpfen, um zu Jims Frachter zu gelangen. Alles klar, Junior. Wir kommen zurecht. Jo. Gehe voran. Was ist los? Sicher. Ich bin bereit. Los geht's. Feuer bereit. Da ist ein Marodeur. Ich setze ihn mit einer kinetischen Welle außer Gefecht. Gegner von rechts. Verstanden. Er ist Kerrigan. In
Darunter geht's nicht, aber hier. Rücke vor. Einsatzkommando der Liga. Helft uns, sie auszuschalten. Sicher. Es gibt Arbeit. Rainer, Kerrigan, diese erste Hilfestation wird euch heilen und einen Teil eurer Energie wiederherstellen. Dafür habt ihr schon verwendet. Scheint, als ob dieses Teil keinen Saft mehr hat. Die Marines stehen ganz schön nah beieinander. Ich kann sie bestimmt mit zerquetschender Griff ausschalten. Das klingt dumm auf Deutsch. Es gibt Arbeit. Weitere Einsatzkommandos der Liga. Schau hoch. Wo wollen denn die Umoyaner hin? Vergiss sie, wir müssen weiter. Roger. Wir sind fast bei der Bahn angelangt. Sie wird uns direkt zum Shuttle-Hangar bringen. Der Korridor ist blockiert. Ihr müsst euch durch die Unterebene schlagen, um die Bahn zu erreichen. Rücke vor. Roger. Gehe voran. Wir rücken aus. Valerian, bitte melden. Der Hauptkorridor ist blockiert. Kannst du die Seitentür A12 öffnen? Ja, kann ich. Aber seien Sie vorsichtig. Bei dem Angriff sind die Zerg aus ihren Käfigen entkommen. Ja, ich kann sie hier unten spüren. Aber ich denke nicht, dass ich sie wieder kontrollieren sollte. Darum werde ich dich nicht bitten. Wir kümmern uns darum. Die Tür öffnet sich in 3, 2, 1. In Bewegung. So viele Zerglinge! Verstanden. Gegner von rechts. Brauche eine erste Hilfestation. Ja, bitte. Gut, haben wir geschafft. Gut. Okay. Kerrigan, meine Streitkräfte haben die Kontrolle über die Sicherheitszentrale übernommen. Wir riegeln dieses Labor jetzt ab. Tu uns allen einen Gefallen und ergib dich einfach. Was, wieso? Sollte man sich ergeben. Wir rücken aus. Sie versuchen uns. Action Lockdown. Komm schon, Schatz. Wir müssen es durch diese Türen schaffen. Rücke vor. Verstanden. Identifiziert. Verstanden. Gehe voran. Wir rücken aus. Es gibt Arbeit. Okay, mal schauen, wir müssen da unten runter. Roger. Gut, wenn wir aber gegeneinander kämpfen lassen. Ich habe mehr graue Strähnen im Haar. Und ich habe mehr Zerg im Haar. Genau. Oh, ich stimme das ja schon, ne? Gehe voran. Verstanden. In Bewegung. Es gibt Arbeit. Verstanden. Rücke vor. Roger. Weiter. Sie sind dabei, den Bereich zu versiegeln. Rücke vor. Weiß nicht, ob ich das abschließen will. Scheiß auf, ich tu's einfach. Sicher. Ein Ultralisk. Lasst uns mal sehen, wie ihm die kinetische Welle gefällt. Voran. Stillhalten. Sicher. Was für eine Sauerei hier unten. Wir haben zusammen schon Schlimmeres überstanden. Ziel erfasst. Kerrigan und Rainer identifiziert. Es gibt Arbeit. In Bewegung. Mein Gott, Sarah, wie viele Zerglinge hast du erschaffen? Ja, vielleicht habe ich leicht übertrieben. Nee, niemals. Gehe voran. Rücke vor. Treib doch nicht, ey. Dieser Bereich ist beinahe abgeriegelt.
Türen passieren. Roger. Wir rücken aus. Gehe voran. Wir rücken aus. Wir haben es geschafft. Überrascht dich das? Weiter. Es trennt sie nur noch eine Tür von der Bahnstation. Ich bin eine Ein-Frau-Armee. Rücke vor. Diese Aussage ist nicht falsch. Es gibt Arbeit. Im nächsten Raum spüre ich eine deutliche Präsenz der Liga. Warum jetzt? Scheint mir ein harter Kampf zu werden. Sie halten da drin Zerg gefangen. Wir können diese Konsole benutzen, um sie zu befreien. Oder wir können damit die Gasverteidigung aktivieren. Ich bin für wir setzen Zerg frei. Was zum Teufel? Wer hat die Käfige geöffnet? Kann ich noch killen. Das Gas könnte uns jetzt umbringen. Jetzt haben wir die Zerg am Hals. Besser als vorher. Los! Roger. Ich weiß übrigens nicht, wie laut man gerade meine Rennmaus hört. Ich hoffe mal nicht allzu laut. Es gibt Arbeit. Das wird funktionieren. Easy. Ja, ja, komm, lass mir Zeit, Junge. Wir haben noch 40 Sekunden. Das reicht ohne Probleme. Wir haben es geschafft. Die Bahn fährt gleich los. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt los. Oh fuck, ich weiß, was jetzt kommt, das ist nicht cool. Das ist gar nicht cool. Die Liga ist in den Tunnel eingedrungen. Verstanden. Gehe voran. Verstanden. Es gibt Arbeit. Wir rücken aus. Na komm, die Engine ist kein Schaden bekommen, ist ganz gut. In Bewegung. Wir rücken. Die Bahn wird schneller, bleibt konzentriert, Jungs. Rücke vor. Gehe voran. Roger. In Bewegung. Das war, bevor die überhaupt was machen konnten damit. Oh fuck. Könnt ihr hier da vorne bitte aufhören anzumachen? Das war ganz nett. Wir sind raus aus dem Labor. Bis wir den Shuttle-Hangar erreichen, sitzen wir hier auf dem Präsentierteller. Irgendwie schon, ne? Aber ich hoffe mal, es kommen keine, nicht zu viele Medivacs. Medivacs sind böse. Warte mal ganz schnell meine Energie. In Bewegung. Roger. Sicher. Rücke vor. Ich sehe sie. Gehe voran. Arbeit. Rücke vor. Einsatzbereit. Oh, ich weiß nicht, wie gut es ist. Es brennt. Ein Belagerungspanzer. Mit einer kinetischen Welle kann ich ihn ausschalten. Sicher. Wir rücken aus. In Bewegung. Wir rücken aus. Verstanden. Ach, oh. In Bewegung. Roger.
Gar nicht erst den Typen irgendwie lassen. Ob wir da aus See überhaupt zum Hangar gehen, ne? Wir rücken aus. So viel zu folgen. Also das Gefühl, im Vergleich zum letzten Mal arbeite ich sehr viel mit den Abilities. Na, das sollte nicht das Problem sein, hoffe ich. Da habe ich schon, Dankeschön. Ach ja. Ach, wir haben es zerlegt. Easy. Oh, das hat noch nicht mal Schaden gemacht. Die Aussage hat null Sinn, aber gut. Jim, Verstärkung der Liga trifft ein. Die Hyperion steht unter schwerem Beschuss und mein Team kommt nicht zu ihnen durch. Verstanden. Schaff die Hyperion zum Treffpunkt. Ich suche mir einen anderen Weg vom Planeten. Wir sehen uns dort. Nova. Sieh an, Jim Raynor. Du hast mir mit meinem Tauschproblem geholfen und das weiß ich zu schätzen. Aber eine Frau muss tun, was eine Frau tun muss. Alles klar, Mädel. Dann zeig doch mal, was du drauf hast. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, eine schöne Zeit noch und adios.